Jetzt ist er da, der April 2024, der kosmisch intensivste Monat des ganzen Jahres. Und wir sind mittendrin. Wir haben nämlich in diesem Monat jetzt eine unglaublich hohe Verdichtung an Energien, eine Konzentration auf ganz wenige Spots sozusagen, weil die Planeten alle miteinander in Linien stehen, Lichtlinien, wo es zu energetischen Verdichtungen kommt. Das eine ist der 8. April, davon spricht bereits jetzt schon viele Menschen in der Welt, es werden also viele davon sprechen. Und der 21. April, wenn Jupiter und Uranus miteinander im Stierzeichen eine Konjunktion bilden, die zwei Giganten, die sich treffen und einen neuen 14-Jahre-Zyklus in Bewegung setzen. Dazu wird es auch noch ein eigenes Video geben, bleibt bitte dran. Dieses Mal jetzt, in diesem Video, möchte ich gerne mit euch diese großen Verdichtungen anschauen, insbesondere ein ganz spezielles Thema, nämlich der Merkur, der jetzt rückwärts läuft ab 2. April. Ich möchte nämlich gerne heute mit euch wieder eine Challenge starten. Herzlich willkommen auf meinem Astrologie-Kanal. Mein Name ist Silke Schäfer, Profi-Astrologin, Autorin und Mentorin mit einer eigenen Astrologieschule. Wir haben jetzt in diesem April die Zeit, von der ich Anfang des Jahres in meinem Jahresvortrag sagte, niemals war mehr Anfang als jetzt. Dieses Jahr 2024 ist eines von diesen Übergangsjahren, bevor wir dann im nächsten Jahr, 2025 und 2026, in diese fantastischen Formationen kommen, wenn die großen Leitplaneten Uranus, Neptun, Pluto miteinander in eine unglaublich schöne eben Formation hineinkommen, was sehr, sehr stark unser ganze archetypische Weltbilder auf eine neue Ebene bringen. Wir haben jetzt aber im 2024, gerade jetzt im ersten Halbjahr, diese immense Verdichtung an Konjunktionen. Ich habe das im letzten Video auch schon angesprochen und insbesondere jetzt am 3. April, ich zeige euch das gerne hier mal, wie die Planeten miteinander wirklich alle in Konjunktionen stehen. Und das sind immer Neuanfänge. Und dieser Neuanfang wird auch noch sehr stark dadurch charakterisiert, dass der Mondknoten nach wie vor, das Thema unserer Bestimmung, unseres menschlichen Schicksals, in das Zeichen Widder zeigt. Der aufsteigende Mondknoten befindet sich immer 1,5 Jahre in einem Zeichen. Zurzeit ist es das Zeichen Widder noch bis in den Januar 2025 und dann wechselt er in das nächste Zeichen Fische. Der absteigende ist immer ganz genau gegenüber. Jetzt konzentriert sich alles in diesem Monat April auf den aufsteigenden Mondknoten, weil wir haben genau mit dem aufsteigenden Mondknoten am 8. April diese markante Sonnenfinsternis, und zwar eine totale. Das heißt, es kommt zu einem Neumond im Zeichen Widder. Neumond ist Neubeginn, Zeichen Widder ist Neubeginn, Mondknoten ist Neubeginn, also, und dazu diese ganzen Konjunktionen, die jetzt da sind. Es verdichtet sich, das merkst du sicherlich auch in deinem Leben, alles in eine Richtung, sich wirklich so zu fokussieren, jetzt zu fokussieren auf das, was dich wirklich ausmacht, weil wir sind an der Schwelle, hinüber zu gleiten und das 2025, 2026 jetzt vorzubereiten, weil wir legen jetzt neue Ursachen nach dem Karma-Gesetz. Der Mondknoten hat immer mit dem Karma zu tun, mit dem Karma, also mit Ursachen, die wir einmal gelegt haben, wo wir jetzt Wirkungen haben. Und wenn wir jetzt Ursachen legen, werden wir neue Wirkungen erzielen. So einfach ist das Ganze. Ich möchte aber heute explizit mit euch auf ein Thema zu sprechen kommen, was genau diese Finsternis-Thematik, nämlich dieses Neu-Neu-Neu-Werden, sehr stark aktiviert. Und das ist die Rückläufigkeit von Merkur. Merkur wird am 2. April 2024 rückläufig und läuft bis zum 25. April, also 3 Wochen rückwärts. Er läuft jedes Jahr seine 3 Wochen rückwärts und ihr seht das auch hier in meiner Grafik, die ich euch gerne unten verlinke. Nehmt bitte unten im Lauftext, geht dort auf den Link. Ihr seht hier die Rückläufigkeiten von Merkur. Einmal im Januar zu Anfang des Jahres und jetzt im April, August und dann nochmal im November und Dezember. Und diese Monate, während Merkur rückwärts läuft, geht es immer um eine Klärung und Reinigung unserer Mentalkörper. Die meisten denken bei Merkur rückwärts, oh Achtung, keine Verträge unterschreiben. Und das hat auch etwas, weil wenn Merkur, der Kommunikationsplanet, wenn der rückwärts wandert, geht es immer um das Thema der Kommunikation, die wie gesagt nicht vorwärts gehen, also wo man nicht etwas in Bewegung setzt. Deswegen ist es
eher auch ratsam, vielleicht nicht gerade etwas Wichtiges zu unterzeichnen. Man kann eine Absichtserklärung unterschreiben. Das geht gut. Nicht? Da kann man sagen, ich beabsichtige, das und das zu tätigen oder zu kaufen oder zu vereinbaren. Und wenn Merkur dann wieder vorwärts läuft ab 25. April, kann man dann meistens den Vertrag dann auch von allen Seiten unterzeichnen lassen. Man kann nicht immer darauf warten, mitunter muss man Verträge unterschreiben. Ja, bei Merkur rückwärts ist es einfach wichtig, dass du ganz gut prüfst, sind von deiner Seite alle Informationen, Merkur, alle Informationen in einer Ordnung, so dass für dich alles klar ist. Weil während der Rückwärtsphase, die jetzt beginnt, geht es meistens darum, dass Unklarheiten ins Feld kommen, entweder dadurch, dass jemand etwas nicht weiß, etwas vergessen hat, etwas einfach nicht zur Verfügung steht, weil man nicht konzentriert ist, dass Informationen vielleicht auch bewusst oder unbewusst zurückgehalten werden. Ja, Merkur rückwärts, die Informationen werden zurückgehalten und kommen dann erst ans Licht, wenn er vorwärts wieder läuft. Was aber auch immer wieder zu beobachten ist, und das ist jetzt ja gerade der Fall, jetzt Ende März 2024, dass in so Phasen, wenn Merkur rückwärts wandert, dass dann Informationen an die Oberfläche kommen, die schon längst an die Oberfläche hätten kommen sollen. Also es ist auch immer damit eine Aufarbeitungsphase kombiniert, kann man beobachten, dass man Missverständnisse klären kann, dass man Themen, die vielleicht auch eben zurückgehalten wurden, dass man die anfängt zu besprechen, wie jetzt beispielsweise die aufgetauchten RKI-Akten, die geschwärzt sind. Und jetzt geht ja eine ganz große Diskussion los, auch um die Aufarbeitung der Mikrobenkrise. Ein sehr spannendes Thema, was perfekt zu dieser Zeit jetzt passt, während Merkur rückwärts wandert. Merkur wandert natürlich nicht rückwärts, aber es ist eine optische Täuschung sozusagen in der Himmelsarchitektur. Ihr seht das in dieser schönen Grafik hier. Das heißt, Merkur dreht sozusagen mit einer anderen Geschwindigkeit als wir auf dem Planeten Erde. Und daher sehen wir aufgrund der verschiedenen Drehgeschwindigkeiten, sieht es aus, als ob Merkur rückwärts wandern würde. Und diese Phasen, das haben man über tausende von Jahren beobachtet, diese Phasen, wenn Planeten rückwärts wandern, also wenn sie optisch bei uns so ankommen, dann sind das immer ganz wichtige Phasen der Erkenntnis. Und so eine Phase steht jetzt an, jetzt ab 2. April. Und ich möchte euch gerne mal den Weg zeigen, weil das kann man nämlich alles grafisch darstellen mit dem Astroprogramm, dann den Weg zeigen, wie das aussieht, weil Merkur ist ja nun als Götterbote einer der persönlichen Planeten, der sogenannten persönlichen Planeten. Für uns als Menschen, als sozusagen als Instrument des Persönlichen wird diese Frequenz gelebt, indem wir denken, sprechen, schreiben, kommunizieren. Das wird alles dem Merkur zugeordnet. Und Merkur wandert jetzt in Zeichen Widder. Und zwar seit dem 10. März ist er im Widderzeichen und wird das Widderzeichen erst am 15. Mai verlassen. Das heißt, hier haben wir auch wieder Neubeginn. Ja? Niemals war mehr Anfang als jetzt. Merkur als Information, viele Informationen kommen herein, stehen uns zur Verfügung immer mehr, dass wir erkennen, dass wir diskutieren, dass wir aufwachen, dass wir bewusster werden. Und allein schon die Sonnenstürme, die zunehmen und die haben ja noch nicht ihre Spitzenwerte erreicht, das kommt ja alles erst im nächsten Jahr, im 2025, aber die Sonnenstürme, gerade jetzt zum letzten Vollmond, hatten wir wieder einen gigantischen Sonnensturm, der die Erde getroffen hat. Das haben wir sogar bei uns im Livestream auch gemerkt, dass Informationen dadurch in unsere Felder kommen, die uns erweitern. Man darf es annehmen, als das ist. Man kann daraus auch Panik machen, aber man kann auch erkennen, dass alles, was miteinander ja zusammenhängt, es gibt ja nichts Getrenntes im Universum. Alles hängt miteinander zusammen und auch Sonnenstürme, die jetzt in dieser Phase auftauchen, dienen sehr stark dazu, dass wir mit neuen Informationen gesegnet sind. Es wird auch jetzt Ende Mai wird 2024, wird es auch zu ganz starken Informationsthemen kommen, wenn dann der Jupiter in das Zeichen Zwillinge wandert, wenn Sedna, der KBO Sedna hereinkommt in das Zeichen Zwilling nach 11.222 Jahren.
Auch darüber werde ich ein eigenes Video machen. Ich habe es ja im Jahresvortrag am 13. Januar, habe ich schon ausführlich über Sedna gesprochen. Wir sind also im Begriff, jetzt in diesem Jahr 2024 sehr viel dazu zu lernen, sehr viele neue Informationen auch aus ganz anderen Dimensionen erfassen zu können, dass wir nur so staunen, wenn wir uns dem Gegenüber öffnen. Und ich möchte euch jetzt kurz den Weg zeigen von Merkur rückwärts. Das finde ich ganz spannend, wenn ihr mal hineinschaut. Ich klicke mal hier eben auf meinen Bildschirm. So, und zwar sind wir hier jetzt beim Anfang. Das ist der 2. April. Ihr seht, wir haben hier jetzt Mars und Saturn ganz nah beieinander, Venus, Neptun ganz nah beieinander, Sonne, Chiron und den Mondknoten ja schon fast in einer Konjunktion. Und hier ist der Merkur ganz am Ende vom Widderzeichen. Und hier unten haben wir noch Jupiter und Uranus. Also alles an Planeten bewegt sich hier auf der einen Seite, auf der sogenannten linken Seite im Urtierkreis, wenn wir vom tropischen Tierkreis sprechen. Jetzt gehe ich einen Tag weiter. Hier ist jetzt der 3. April. Dann kommt hier der 4. April, der 4.4. Und ihr seht, wenn wir jetzt auf den 5. gehen, der Merkur, behaltet den mal hier unten im Auge, der wandert ja zurückwärts. Schaut mal, alles kommt ihm entgegen. Hier, 8. April, hier haben wir jetzt gleich den Neumond. Der Mond, der am schnellsten wandert, der geht jetzt immer weiter hinüber. So, das ist jetzt die Neumondkonstellation, die totale Sonnenfinsternis. Mond, Sonne, Chiron und der Mondknoten. Merkur geht dort hinein, kommt jetzt also rückwärts laufend. Schaut mal nur auf Merkur. Ich gehe jetzt weiter, 20., 22., 23., 24. und 25. April. Das heißt, diese Wegstrecke, jetzt bis zum 25. April, läuft er hinein wieder in den Mondknoten, läuft er wieder hinein in die Konjunktion mit dem Mondknoten, dreht am 25. und fährt dann wieder vorwärts. Und jetzt müssen wir schauen, jetzt läuft er vorwärts. Man sieht ihn wieder hier. Er hat kein kleines R mehr dran, läuft also vorwärts und ist immer noch jetzt im Bereich von Mondknoten und Chiron, dem Heiler. Und wandert jetzt weiter und kommt jetzt hin am 13. Mai. Und hier sind wir dann beim 15. Mai. Und da ist der Merkur bereits, jetzt wechselt er am 16. Mai in das Zeichen Stier. Wir haben also, wenn ich kurz wieder zurückklicke, der 2. April, der Tag, wenn Merkur rückwärts läuft. Und diese Energie, die er aktiviert im Zeichen Widder, hat viel mit dem karmischen Auftrag der ganzen Menschheit zu tun. Es geht also wirklich darum, jetzt miteinander zu reden, ja, Themen aufzuarbeiten, dran zu bleiben an dem, was uns beschäftigt und was die ganze Menschheit vorwärts bringen wird. Merkur hat eine wichtige Aufgabe insofern, als dass die Energie, die seit dem 19. Februar anfing, sich zu zeigen, zu aktivieren. Am 19. Februar 2024 kam der Mondknoten, das Thema der Bestimmung, mit dem Chiron zusammen. Chiron, der Heiler, im Zeichen Widder. Ihr wisst, das Mantra, du musst nicht mehr müssen, ist mit dieser Qualität der tiefsten Heilung unserer patriarchalen Urverletzungen gekoppelt. Dieses Müssen und Leisten müssen, das ist ein großes Thema, was immer wieder uns an den Rand auch des Burnouts und schlimmer gebracht hat. Ich habe im letzten Video ausführlich darüber gesprochen. Wir hatten also am 19. Februar diese Konjunktion auf 16 Grad Widder zwischen dem Heiler und dem Mondknoten. Und das war der Beginn einer 15-jähriger Zyklus. Jetzt kommt Merkur dort vorbei. Und zwar einmal jetzt am 19. und 20. März diesen Jahres. 19. und 20. März. Ihr wisst, was da war. Das war Happy New Year. Das war der Jahresbeginn. Das astrologische neue Jahr wurde begleitet von der ersten Aktivierung Merkur über Mondknoten und Chiron. Dass also in dieser Zeit, du kannst gerne mal kurz zurückschauen, was ist ja noch gar nicht so lange her, was hat dich da beschäftigt, was kam in dein Feld, wurde vielleicht angesprochen, was wurde angetriggert, was wurde in Schmerz ausgelöst oder auch in Schmerz getuncht, dass
Themen aktiviert wurden in dir, die in Heilung geführt werden dürfen. Merkur als persönliche Energie bringt die Themen zur Sprache. Und das ist so etwas Wichtiges, so etwas Erlösendes, wenn wir etwas ins Gespräch bringen und die Themen klären. Das war also die erste Aktivierung, 19. und 20. März 2024 von Merkur. Da fuhr er vorwärts. Jetzt am 2. April dreht er rückwärts und kommt am 15. April am Chiron wieder vorbei. Das heißt, er aktiviert am 15. April nochmals das Thema Chiron in Zusammenhang mit tiefsten Heilungsprozessen unserer uralten Verletzungen. Und diese Verletzungen im Zeichen Widder haben sehr viel zu tun. Es ist eine männliche Kraft, eine männliche, aktive, nach außen gehende Kraft, die sehr stark in den letzten Tausenden von Jahren verzerrt wurde. Wenn wir von den spirituellen Traditionen her schauen, ist Widder eine Urkraft des Kosmos. Ja, es ist sozusagen, ich zeige das euch gerne hier in der Grafik, diese Kraft ist die Kraft von kosmischen Impulsen. Und diejenigen von euch, die mit der Widderfrequenz gesegnet sind, sind Träger von kosmischen Impulsen. Diese Kraft, diese kosmische Energie, dieses Urfeuer, ja, dieses kosmische Feuer, was mit der Widderenergie einhergeht, bedeutet auch, dass es hier um Türöffner für das Unbekannte geht. Deswegen wird Widder auch sehr oft mit dem Thema Mut assoziiert. Es braucht Mut, den ersten Schritt zu gehen. Es braucht Mut, einfach seiner tiefsten inneren Stimme zu vertrauen. Das ist ja das Zeichen davor, das Zeichen Fische. Und dann kommt ja Widder, also im Urvertrauen, mutig neue Schritte gehen und dann Türen zu öffnen. Wege frei zu trampeln, wo noch nie jemand war. Deswegen sagen wir auch nicht Weg, sondern Pfad. Ja, ein Weg existiert schon, aber ein Pfad, ja, auf den einen neuen Pfad frei trampeln. Das ist die Urkraft dieser Frequenz, dieser Widderfrequenz. Und dann in den Traditionen heißt es eben auch, ist alles das, was mit der Widderenergie auf den höheren Ebenen gesegnet ist, sind unsere spirituellen Helden. Und davon werden wir dann ab 2026 alle betroffen sein, weil ab Februar 2026 kommt Saturn in das Zeichen Widder für 2,5 Jahre. Und das ist dann für alle von uns oder zumindest für alle, die sich dazu berufen fühlen, die Aufgabe, zu spirituellen Heldinnen und Helden zu werden, indem wir unsere Schritte auf Neuland setzen, neue Pfade freitrampeln und ganz neue Dimensionen freilegen, die wir noch niemals vorher erlebt haben. Es ist also eine aufregende Zeit. Es ist wirklich eine Pionierphase jetzt, eine Pionierzeit. Und Merkur aktiviert jetzt das, wo es darum geht, dir klar zu werden, dir bewusst zu werden, zu verstehen. Merkur, zu verstehen, wer du wirklich bist, in deiner Urkraft, in deiner kosmischen Feuerenergie, auch wenn du nicht im Zeichen Widder geboren bist, weil wir haben alle irgendwo im Tierkreis dieses Zeichen. Schau bitte in dein Horoskop, schau, wo ist, in welches Haus fällt dieses Zeichen Widder. Ich habe es auch im letzten Video angesprochen, ich werde es immer wieder ansprechen, weil dort ist im Moment, gerade jetzt, auch im Monat April, der größte Fokus, das Haus, wo die mittlere Dekade Widder hin zeigt, also zwischen 15 und 19 Grad Widder. Dort finden die größtmöglichen Erweiterungsprozesse für dich persönlich statt. Ich verlinke immer unter meinen Videos unten im Lauftext den Link zu unserem Horoskop-Shop, also zu unserem Dienst. Dort kannst du dir kostenfrei das Grundhoroskop herunterladen und das auch von all deinen Liebsten und üben, üben, üben. Ich habe auch verlinkt unten das Handbuch, also die Kurzerklärung. Das sind 16 Seiten Kurzerklärung A4. Bitte ladet das auch herunter und fangt an, selber ein wenig zu kombinieren, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Wir bleiben jetzt mal nur bei dieser archaischen kosmischen Feuerenergie, weil die jetzt so stark in den Fokus kommt, insbesondere mit dem 8. April. Darüber werden wir uns auch noch gesondert unterhalten.
Jetzt möchte ich heute mit euch diese Zeit beleuchten, nämlich eine Challenge machen. Eine Challenge heißt auf Deutsch eine Herausforderung. Das Wort Challenge ist ja schon sehr gang und gäbe, deswegen verwende ich das hier auch, weil das jetzt hat so ein gutes Kribbeln drin. Ja, es heißt nämlich eine lustvolle Herausforderung und nicht eine Herausforderung, wo man gewinnen muss, ja, oder wo man etwas erreichen müsste. Das wäre ja das alte Paradigma, was wir gerade verabschieden, sondern es geht um ein lustvolles Miteinander und eine lustvolle Herausforderung für sich selbst. Mondknoten und Chiron und jetzt Merkur zusammen im Zeichen Widder und das stark beleuchtet mit der Sonnenfinsternis wird so oder so in jedem Fall in dir etwas wachrufen, nämlich dein pionierhaftes Wesen, deine, wie gesagt, deine spirituelle Kraft, etwas in Bewegung setzen zu mögen. Und dieses kosmische Feuer, was in allen von uns brennt, in manchen mehr, in manchen weniger, aber in allen von uns geht es darum, dass die Art und Weise, wie du den ersten Schritt gehst, jetzt auf eine neue Ebene angehoben wird. Der erste Schritt kann nie gemacht werden, wenn man immer zu Hause sitzt und sagt, ich rufe da lieber nicht an oder ich verlasse lieber nicht das Haus, ich lasse das immer die anderen machen, dann gibst du die Kraft ab. Kann man auch machen. Es ist nur auf Dauer halt nicht gesund. Ja. Weil jetzt ist die Zeit da, dass wir aktiv werden in unserer eigenen authentischen Kraft. Das heißt auch, anders gesagt, diese Zeit jetzt heißt raus aus dem Opferdasein. Alle diejenigen, die auch den Chiron im Zeichen Widder haben, das sind diejenigen, die jetzt um die 50 herum sind, 49, 50-jährig, kennen das aus ihrer Biografie, weil Chiron im Zeichen Widder, Chiron hat eine Umlaufzeit von 50 Jahren in etwa, knapp 50 Jahre, bis er wieder zurückkommt auf seinen Ursprungsort. Deswegen alle, die jetzt so 49, 50-jährig sind, haben Chiron als sogenannten Return, sagen wir als Fachbegriff, er kommt einmal rundherum auf seinen Ursprungsort zurück und ermöglicht tiefste Heilung. All diejenigen, die diesen Return schon hinter sich haben, also die älter sind als 50, können ja mal zurückschauen, was hat euch in der Zeit sehr, sehr tief berührt, als ihr 50 wart. Das heißt, jetzt geht mit diesem Fokus, mit dieser geballten Ladung an neu werden und dieses kosmische Feuer, was wieder in uns geweckt wird, damit wir Pfade freitrampeln, um nachher im 2025 und vor allem nachher im 26 dann mit der Menschheit wirklich auf eine neue Spur sind. Und dafür sind die Aufarbeitung von Protokollen ganz wichtig, Aufarbeitung von Themen, die niemals geklärt wurden. Das wird jetzt mit aller Klarheit in Bewegung gesetzt. In dieser Zeit zwischen dem 2. und dem 25. April 2024. Und ich möchte auch gerne darauf hinweisen, dass es auch Menschen gibt, die sehr stark, sehr, sehr stark diese Kräfte auch in einer Weise emotional übersetzen, indem sie gerne übertreiben. Und da möchte ich euch bitten, von Abstand zu nehmen. Natürlich können wir sagen, es sind gigantische Felder da. Es ist einfach ein bisschen achtsam, damit umzugehen, wenn es plötzlich in Panik geht. Ich lese jetzt, oder habe jetzt gerade zum 25. März gelesen auf irgendeinem YouTube-Kanal, wo es hieß, Achtung, Monster-Sonnensturm. Naja, und dann ist immer die Frage, was bewirkt das? Ja, Klickzahlen ist das eine, aber wieso muss es immer gleich in solche Kategorie hineinkommen, dass wir uns eine Vorstellung machen, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute, eine Vorstellung machen im Kopf mit unseren Gedanken, dass wir anfangen zu galoppieren. Und wenn wir von Monster sprechen, wird im Allgemeinen dann natürlich etwas assoziiert, was uns auch Angst machen kann. Deswegen möchte ich gerne heute mit euch das Thema genauer anschauen und eben diese Challenge durchführen, damit wir anfangen jetzt, speziell jetzt in dieser Zeit, wo so manche Leute austicken können oder durchknallen können oder hier noch eine Sondersendung und da noch was ganz Besonderes, dass das alles in eine
in Panik auch jetzt kommuniziert werden kann, weil die Energien so dicht werden, so punktuell auf den Punkt, weil sich vieles in uns neu gebärt, dass wir in der Ruhe bleiben. Es ist wichtig, auch hier immer wieder sich zu überlegen, das Thema Kommunikation wird ja durch unsere Handys, durch unsere Mobiltelefone, durch unsere ganzen Informationen, die um uns herum sind, die uns tagtäglich beeinflussen, sei es Leuchtreklamen oder irgendwelche Berieselungsmusik beim Einkaufen, es ist ja alles Information. Natürlich ist auch Information das, was du aufnimmst, was wir essen, auch alles reine Information. Ich bleibe jetzt bei der Information von Merkur, wo es um die gedanklichen Informationen geht. Information heißt ja in Form. Es kommt etwas in Form. Und diese Informationen können entweder aus unserem Gehirn erzeugt werden und dann stelle ich mir etwas vor, aber es ist gar nicht so. Und so entstehen natürlich auch Lügen. Oder die Information kommt aus dem sogenannten höheren mentalen Raum. Ja, aus dem höheren im Sinne von feinstofflicheren Sphäre, aus dem Bereich, wo wir von Intuition sprechen. Und wenn wir von Intuition sprechen, sind wir beim Planet Uranus. Und Uranus ist die höhere Oktave von Merkur. Merkur ist sozusagen unser Werkzeug im Persönlichen. Mit Merkur können wir auch im Horoskop erkennen, das ist die Fähigkeit, wie denkst du? Und da geht es erstmal um die Elemente natürlich. Es ist ein Feuer-Merkur, ein Erd-Merkur, ein Wasser-Merkur oder ein Luft-Merkur. Da gibt es ganz simple, sehr schnell erkennbare feine Unterschiede. Und das ist etwas, was in den Schulen der Zukunft allererster Schritt wäre, über die Horoskope zu schauen, wie lernen wir? Ja, auf welche Art? Mit Merkur ist das eine, mit Jupiter ist das zweite, mit Saturn das dritte und so weiter. Werde ich auch ein eigenes Video wenn es um die Schulen der Zukunft geht. Merkur ist die Qualität, wie denken wir. Und manche sind eben sehr schnell mit Feuer oder mit Luft und manche sind sehr rezeptiv mit Erde und mit Wasser-Merkur. Jetzt, in dieser Zeit, jetzt im April, ist Merkur im Zeichen Widder. Und hier geht es um schnelle Informationen und um diese Verdichtung der Geburt der neuen Erde. Und alles, was Panik macht, bitte nehmt Abstand, atmet, das ist auch ein Thema von Merkur, atme, weil Merkur und der Atem ist sozusagen ein Symbol für die Kommunikation mit Gott, wenn man so will. Ich atme und Gott atmet durch mich ein und wieder aus. Und es ist deswegen, kann man dieses Synonym verwenden, weil es hier um ein kosmisches Gesetz geht. Wenn du nicht atmest, dann stirbst du. Das ist ganz simpel. Wir haben also mit dem Atem einen Rhythmus, ein Einatmen, ein Ausatmen. Und wenn man diesen Rhythmus versteht, dann verstehst du das ganze Leben. Ich war damals mit meiner früheren Praxis oberhalb von einer Atemschule, gell? Hallo Ursula. Und Ursula hat immer gesagt, die Atemtherapeuten brauchen 4 Jahre. Da wird 4 Jahre gelernt, studiert, zu atmen. Und sie sagte immer, atmen, atmen. Also in der Schweiz sagen wir schnufen. Schnufen. Man kann doch atmen. Wieso muss man 4 Jahre das lernen? Das ist ein hoch philosophisch spirituelles Thema, der Atem. Vor allem tief zu atmen oder auch weit, ja, meine Sonologin Armita Nikdin, hallo Armita, du sagst ja auch immer, wir atmen entweder weit oder tief. Es gibt ganz verschiedene Atemtypen. Wichtig ist, dass du gerade jetzt in der Challenge, wenn es ums Atmen geht, dir bewusst bist, dass du deinen Körper beatmest. Also nicht nur bis hier oben, ja, das kennen wir alle, dieses kurzatmige, bis hier. Und da hört dann alles auf und da unten ist dann nichts mehr, ja, sondern dass wir den Atem in den ganzen Körper hineinnehmen und alle Zellen beatmen. Also auch wenn ich immer wieder in den Meditationen, ja, euch einlade zu atmen, geht es immer darum zu kommunizieren mit dem gesamten Universum. Und wir sind ein Abbild des gesamten Universums. Also nimm die ganze Frequenz, die du bewusst atmen kannst und dann passiert etwas Wunderbares, dann bist du nämlich in der Präsenz.
mit dem Atem sind wir immer in der Präsenz. Und wenn wir in der Präsenz sind, sind wir mit unseren Gedanken, Merkur, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Wir sind im gegenwärtigen Moment. Und das hat so viel Kraft, dass du nicht manipuliert werden kannst. Also der gegenwärtige Moment, die Kraft der Gegenwart, das Jetzt, wie Eckhart Tolle es auch nennt, das ist übrigens das Jetzt, ist auch ein Synonym für Gott. Dieser Moment, im Jetzt zu sein, ist sicherlich mal die Grundvoraussetzung für unsere Challenge, die ich mit euch besprechen möchte, vom 2. April bis zum 25. April. Sei im Jetzt. Ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich Gedankenformen, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir uns über Gedanken unterhalten. Gedankenformen wechseln. Und Gedankenformen, ich meine, es ist ein gigantisches Thema. Ich versuche es heute in ganz wenigen Minuten herunterzubrechen für dieses Video. Aber das Thema Gedanken ist etwas, was lebendig ist, wenn wir ihnen genügend Stoff geben, also genügend Emotionen. Und ich habe euch hier ein paar Bilder mitgebracht. Schaut mal, das sind Gedankenformen noch von ganz kurzer Zeit. Hier haben wir die Werbung aus den, ich weiß nicht, ob es die 60er, 70er waren, mit dieser Ketchup-Flasche hier. You mean a woman can open this? Oder dieses Bild hier, blow in her face and she'll follow you anywhere. Das heißt, damals war das Rauchen noch so heilig, dass es hieß, der Mann braucht der Frau nur den Zigarillo-Duft ins Gesicht zu pusten und sie folgt ihm überall hin. Oder hier, the chef does everything but cook, that's what wives are for. Also dieses traditionelle Weltbild damals von Mann und Frau, das sind Gedankenmuster, das sind Gedankenformen, die haben wir kollektiv geschöpft. Und es gibt Zeiten wie jetzt, in 2024, insbesondere jetzt zu dieser markanten Finsternis, zeichnen wir da mit dem rückwärts laufenden Merkur, wo wir neue Gedankenformen entwickeln werden können. Aber es braucht Disziplin, es braucht ganz besonders Beobachten, die Fähigkeit zu beobachten. Und die Zeit jetzt mit dem Rückwärtslaufenden, mit dem Rückwärtsgang von Merkur, ist übrigens der erste Planet von allen, der jetzt rückwärts läuft. Ihr mögt euch erinnern an ein Video Rückwärts die Zukunft, hatte ich ein Video gesprochen und euch beschrieben, wie sämtliche Planeten rückwärts liefen und einer nach dem anderen wieder vorwärts fuhr. Und seit dem 27. Januar 2024, als Uranus als letzter Planet vorwärts drehte, hatten wir gigantischen kosmischen Rückenwind. Haben wir immer noch, aber wie gesagt, jetzt geht es darum, uns gedanklich so zu schulen, dass wir alle miteinander kollektiv unsere Gedankenformen klären und unseren Mentalkörper reinigen. Mitunter, wir wissen ja, wie es ist, es darum geht, Hände zu waschen, den Körper zu waschen, aber die Gedanken mal zu waschen, dafür sind diese Phasen da, wenn der Merkur rückwärts läuft, wie jetzt. Das habe ich euch noch aufgeschrieben. Genau, wir haben doch immer wieder, wir haben mit den Gedanken, es wird ja, man kann ja heute alles messen und es gibt, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber Messmethoden, die sagen, ein Durchschnittsbürger oder Bürgerin, ein Durchschnittsbürger denkt pro Tag. Was meinst du, wie viele Gedanken? Ein Durchschnittsbürger pro Tag. Es kommt sehr darauf an, wie kreativ dieser Mensch ist. Ein Durchschnittsbürger denkt zwischen 12.000 und 60.000 Gedanken pro Tag. Das ist eine ganze Menge, könnte man meinen. Das Fatale daran ist nur, dass 98% meistens Wiederholungen sind. Wiederholungen. Es kommen also keine neuen Gedanken herein. Das heißt, wir drehen uns im Kreis. Das nennt man dann Kopfkino. Ja, man denkt und denkt und denkt und kommt aus dieser Schlaufe nicht mehr raus. Und man denkt immer in der Vergangenheit. Das hat man ja alles schon mal gedacht. Und 98% von 60.000 Gedanken pro Tag schauen wir in den Rückspiegel und denken das, was wir alles eh schon kennen. Deswegen lade ich euch herzlich ein jetzt mit dieser Challenge. Der erste Schritt, den ich mit euch durchgehen möchte, das ist, oder das erste Ziel ist, ganz was Wichtiges, ganz simpel, lerne, mit offenen Fragen zu sein.
mit offenen Fragen. Es ist ja so, dass wir immer wissen wollen, dass wir wissen wollen, warum, woher, wieso, weshalb, alles diese Fragen, die mit W beginnen, ja. Diese Fragen, die uns Antworten liefern sollen. Warum? Ich verstehe es nicht. Und wenn wir in dieser Schlaufe festhängen, in dieser Schlaufe mit den offenen Fragen, die wir unbedingt beantworten wollen, dann kommen wir nicht weiter. Ich möchte gerne bei euch, mit euch in dieser Challenge jetzt dahin kommen, dass wir lernen, mit wirklich bewusst neue Gedanken zu erschaffen. Das heißt, das erste Ziel in dieser Challenge ist mit offenen Fragen sein. Und diese Challenge, wie gesagt, möchte ich unterteilen in zwei Hälften. Die erste Hälfte geht jetzt vom 2. April bis zum 15. April. In dieser Zeit wollen wir drei Ziele erreichen. Mit offenen Fragen, Leben lernen ist das eine. Und nachher vom 15. oder vom 16. April bis zum 25. April wollen wir weitere drei Ziele verfolgen. Und dann nachher am 7. Mai, wenn der Merkur zum Chiron nochmal kommt, ein drittes Mal, und auch noch der Stierneumond da ist, wollen wir dann integrieren. Das heißt jetzt auf unserer Challenge, das erste Ziel mit offenen Fragen sein, das heißt über dich täglich Vertrauen zu haben ins Nichtwissen. Vertrauen zu haben ins Nichtwissen, das heißt über dich in Gedankenstille. Gedankenstille bedeutet, dass wir uns bemühen, nicht zu denken. Das ist nämlich gar nicht einfach, wenn dein Denker, also hier der niedere Verstand, der niedere, es gibt einen höheren Verstand und einen niederen, der höhere Verstand, wie gesagt, Uranus, die Intuition, der niedere Verstand, wenn der niedere Verstand dich im Griff hat, dein Denker dich im Griff hat, dann schaust du in den Rückspiegel. Ja, und dann bist du überhaupt nicht kreativ. Und da möchte ich mit euch rauskommen. Also, übe dich in Gedankenstille und lasse neue Ideen zu dir kommen, indem du mit offenen Fragen bist. Ziel Nummer 1. Dann täglich das zweite Ziel, lerne deine Gedanken zu beobachten. Und wenn wir sie beobachten, gehen wir, wie das Wort schon sagt, auf eine Beobachterrolle. Und das ist möglich. Wir haben die Fähigkeit, die Frequenz zu wechseln, auf der Ebene des Beobachters zu sein, sozusagen von hinten, ich sage von hinten durch die Augen schauen und beobachten, was läuft denn da vorne eigentlich auf der Leinwand. Beobachte deine eigenen Gedanken. Und wer war das? Ich glaube, Heinz Erhardt, der mal sagte, glauben Sie ja nicht alles, was Sie denken. Das ist genau das Thema. Beobachte deine Gedanken und erkenne den Unterschied zwischen den niederen Gedanken und den höheren Gedanken. Das ist ganz einfach, ganz simpel. Die niederen Gedanken spüren wir daran, dass sie uns nicht loslassen und dass sie uns fesseln auf einer Ebene, die uns in Panik vielleicht sogar versetzt und die uns nicht gut tut. Höhere Gedanken, höher schwingende Gedanken lassen uns tanzen, lassen uns erheben, machen plötzlich den Weg frei, dann hast du plötzlich Schwung unter deinen Flügeln. Das ist ganz was anderes. Das Erhebende oder das Herunterziehende. Das ist ein Qualitätsunterschied in den Gedanken. Das heißt, wenn du mit dem zweiten Ziel lernst, deine Gedanken zu beobachten und du kannst fühlen lernen zwischen den niederen und den höheren Gedanken, kannst du daraus folgend den Weg, die Kunst der Weigerung praktizieren, die Kunst der Weigerung. Das heißt, du kannst dich weigern, eigene Gedanken zu denken, die niemandem dienen und schon gar nicht, die dir dienen. Und dann nimm gerne die Skala des Bewusstseins zu dir. Ich habe sie auch unter diesem Video im Lauftext wieder verlinkt. Druck sie bitte aus, leg sie auf deinen Küchentisch, schau immer wieder drauf und du siehst in der unteren Bereich, ja in den niederschwingenden Ebenen, wo es um Kontraktion geht, wenn du dich dort aufhältst beim Thema Wut, Angst, Hass oder beim Thema Begierde oder eben auch Angst, das sind Felder oder Kummer, Verzweiflung, das kann natürlich in diesen Phasen jetzt, kann das alles ein großes Thema sein, aber ich lade dich ein, du hast die Möglichkeit, du kannst die Kunst der Weigerung praktizieren und ganz entschieden diese Gedanken nicht denken. Das wäre das zweite Ziel. Und du kannst stattdessen deine Gedanken auf die
höheren Gedanken lenken, also deinen Fokus ja auf das Thema von Mut, ja, sei mutig, übernimm Verantwortung, ja, oder sei integer, oder geh hin in Richtung Verzeihen oder Vernunft. Das sind anspruchsvolle Themen, ich weiß. Aber du kannst deine Gedanken dorthin führen. Das ist jetzt wirklich in dieser Challenge eines der wichtigsten Themen. Lerne zu beobachten und dich zu weigern, Gedanken zu denken, die niemandem dienen und die eben vor allem dir selbst nicht gut tun. Das dritte Ziel, gedankliche Entschlossenheit. Wir hatten das Thema Entschlossenheit auch bei der letzten Challenge, gell, im Herbst, wisst ihr vielleicht noch. Das heißt, jetzt ist es wichtig zu wissen, Denken ist eine Kraft, die sich je nach Konzentration mehr oder weniger manifestiert. Und wenn man nicht konzentriert ist, dann ist man eben auch nicht gebündelt. Und dafür lade ich euch ein, bleibt nach diesem Video dran. Ich habe noch ein weiteres Video aufgeschaltet, ein ganz kurzes. Unsere Outtakes von unseren Dreharbeiten für Gaia, wo ich mich immer wieder versprochen habe. Und diese Outtakes sind so lustig. Ihr kennt das vielleicht von anderen, wenn man dann, das sind eben die Szenen, die man normalerweise nicht zeigt. Also die habe ich einfach immer extra wieder hinten dran, dass du siehst, wie es aussieht, wenn man sich eben nicht konzentriert, wenn man nicht gebündelt ist, wenn man nicht fokussiert ist. Und das kann natürlich auch Spaß machen, aber es bringt uns in der Evolution nicht weiter. Das heißt, übe dich, Ziel 3, gedankliche Entschlossenheit, übe dich, Mentalmaterie zu bewegen. Was ist das? Mentalmaterie ist auch ein Begriff aus den spirituellen Traditionen, weil alles ist Materie, auch Gedanken und Gefühle. Und Gedanken sind sogenannte, oder denen liegt eine sogenannte Mentalmaterie zugrunde. Das ist ein schönes Wort, kann man sich auch als neues Wort übrigens, als Wortschöpfung zu sich nehmen. Diese Materie können wir formen. Wir können unsere Gedanken formen. Natürlich auch unsere Gefühle dazu. Übe dich, Mentalmaterie zu bewegen und Gedanken zu formen. Das heißt, sobald du merkst, dass die Gedanken von anderen Menschen nicht gut tun, höre auf, diese Gedanken zu denken und konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Und von dort setzt du neu an. Von dort kannst du ganz bewusst Mentalmaterie bewegen. Das muss man üben. Ja, üben, üben, üben. Welchen Gedanken möchte ich jetzt denken? Das sind die ersten 3 Ziele in der Zeit jetzt mit Merkur rückwärts vom 2. April bis zum 15. April. Weil dann kommt Merkur an beim Chiron, in Konjunktion, aktiviert den Chiron. Ab dann läuft Merkur noch weiter rückwärts und wird dann bis zum Mondknoten kommen am 25. April. Und da haben wir weitere Ziele, und zwar das Ziel Nummer 4, unterscheide zwischen dem Belanglosen und dem Essentiellen. Also das Ziel Nummer 4 ab 16. April, unterscheide zwischen belanglos und Essenz. Das heißt, was ist die Essenz? Und das ist eben das, was so anspruchsvoll ist. Die Essenz ist der Kern der Botschaft. Und wir haben oftmals eine große Begabung, viel zu reden, aber nichts zu sagen. Speziell unter den Politikern kann man das sehr gut beobachten. Da wird viel gesagt, aber nichts Wirkliches in der Essenz übermittelt. Das heißt, du kannst lernen, zwischen dem, was belanglos ist, in Gedanken, aber auch in der Sprache, vor allem in Gedanken, das draußen zu lassen. Das heißt, übe deine Gedanken in klarem Licht zu halten. Licht sind Informationen, Licht sind Codes aus den höheren Sphären. Übe deine Gedanken in klarem Licht zu halten, und so erschaffst du Gedankenformen aus klarem Licht. Ja, Gedanken sind Formen. Menschen, die hellsichtig sind, können das sehr genau beschreiben oder auch malen, zeichnen. Es ist bekannt, wenn beispielsweise über einem Feld, wie beispielsweise eine Kirche, wenn dort gebetet wird, dass über der Kirche eine riesengroße Gedankenform des Friedens entsteht, weil ganz viele Menschen sich im friedvollen Gedanken zusammentun.
Das gibt es auch in Meditationsgruppen, das gibt es in ganz, ganz vielen, das ist auch wissenschaftlich alles belegt mit Mönchen, die miteinander meditieren. Es gab da eine Studie in New York, dass genau gemessen wurde dort, wo die meditierenden Mönche waren, also sich gedanklich leer gemacht haben und hochschwingend geblieben sind, dass das ausgestrahlt hat auf die gesamte Region und dass die Todesrate, die Mordrate radikal zurückgegangen ist, weil friedvolle Gedanken diese Region durchflutet haben. Das ganz was, also ich könnte hier wochenlang drüber referieren, aber ich versuche es kurz zu machen, dass du lernst, Gedankenformen, klare Gedankenformen zu erschaffen, weil sie aus dem Essentiellen kommen und nicht aus dem bla bla bla. Und das heißt, beobachte, wo du deine Prioritäten hinsetzt. Was willst du wirklich denken? Das ist ein gigantisch, gigantisch wichtiges Thema in dieser Zeit. Ziel Nummer 4. Also unterscheide zwischen dem Belanglosen und dem Essentiellen. Ziel Nummer 5. Jetzt geht es dann von innen nachher nach außen. Bewusstes Sprechen. Ein großes Thema. Vor allem bei denjenigen, die sehr viel Feuer haben oder auch Feuermerkur oder sehr viel feurige Energien, die gerne viel und schnell sprechen. Und vielleicht kommt da ja auch noch Gutes dabei raus. Das ist dann die ganz große Kunst. Aber generell ist es wichtig, dass du für dich prüfst und beobachtest, dass du erst einmal die Energie deiner Gedanken so lenkst in die Richtung von hochschwingend, ja, Skala des Bewusstseins, und dann das sprichst, was dem anderen zu seiner Freiheit verhilft. Und das wird jetzt sicherlich eine sehr spezielle Aufgabe, vor allem, wenn man mit Menschen zusammenlebt oder auch zusammenarbeitet, wo man dann vielleicht mitunter dann lieber ausrufen möchte. Also ja, anstatt klar, bewusst zu sprechen. Aber wenn wir unsere Gedanken im Licht halten, im hochschwingenden Licht, Skala des Bewusstseins, wenn wir nur die Gedanken zulassen, die wir wirklich denken wollen, und wenn sie dann hineinkommen und durch den Mund, über die Zunge dann hier vorne herauskommen und gesprochen werden, hat das, was du sagst, Power. Es gibt ein Wort dafür und das Wort heißt Machtwort. Und ich habe das immer damals so verstanden. Mein Vater, großer 2-Meter-Mann, ja, bei uns mit so vielen Kindern auf dem Bauernhof, sagte immer, jetzt muss ich mal ein Machtwort sprechen. Und dann wurde er laut. Und Machtworte haben nichts mit Lautstärke zu tun, sondern mit der Essenz. Und um die Essenz zu kommunizieren, jetzt mit Merkur rückwärts, ist es wichtig, dass du beobachtest, dass du bewusst sprechen lernst. Und ich hatte mal so eine Erfahrung, ich bin ja eine Schnellsprecherin von Natur aus, ich habe den Merkur in einem Luftzeichen mit der Lilith auch noch zusammen. Und mich hat das immer selber gestört, dass ich so schnell gesprochen habe. Und habe mir ganz bewusst damals, ich weiß es noch genau, in Düsseldorf, als ich auf die Bühne ging, gell, bei Alexandra Sorge nicht, hallo Alexandra, als ich bei dir auf die Bühne ging, ich weiß noch, ich habe ganz bewusst gesagt, ich rede jetzt ohne Skript und ich rede ganz klar, bleibe in der Ruhe und schaue, was kommt. Und so war es dann auch. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, wo ich das erste Mal ganz bewusst gefühlt habe, dass ein Gedanke, der vorbeikam, hereinkam, sich hier vorne auf der Zunge bildete zu einem Wort und dann nach draußen gesprochen werden wollte. Und das Faszinierende ist, dass wir in dem Moment, bevor wir sprechen, immer noch die Möglichkeit haben zu fühlen, will ich das Wort sagen oder nicht. Und das kann man üben. Und eigentlich ist diese Challenge von 3 Wochen sowieso viel zu kurz. Aber ich möchte euch nur einladen und Hilfsmittel an die Hand geben. Und vielleicht wollt ihr das ja auch gerne weiterziehen, euch dessen bewusst zu werden. Wir können lernen, bewusst zu sprechen. Indem wir die Gedanken hereinlassen, nur die zulassen, die hochschwingend sind. Ja, wo man nicht gleich sagt, oh, was hat der jetzt wieder oder was verheimlicht die denn jetzt?
oder was steckt da denn wohl hinter oder ist alles sowieso nur Fake? Ja, natürlich müssen wir aufpassen. Insbesondere jetzt mit der künstlichen Intelligenz, wo alles Fake, alles gefälscht werden kann. Aber dann fang an, beobachte deine Gedanken. Was denkst du gerade? Machst du dich dann lustig? Oder findest du das auch noch toll, wenn man jemanden in den Kakao zieht mit irgendwelchen gefakten Bildern? Also so kommen wir nicht weiter mit der Menschheit. Ganz einfach. Das heißt jetzt Mondknoten in Widder mit Chiron, mit dem Heiler und Merkur und der totalen Sonnenfinsternis. Auch noch alles miteinander zusammen und die Sonne kommt auch noch dazu. Eben. Das ist eine Ansage zu lernen, umzudenken. Heißt also bewusstes Sprechen über dich, nur die Wahrheit zu sprechen. Die Wahrheit, das, was dich ausmacht. Ob du traurig bist oder ob du gut drauf bist, dass du für dich die Wahrheit sprichst, aber nicht aus dem Opferdasein. Dass du jammerst, das ist was anderes. Ich spreche hier nicht von Jammern, ja? Sondern wenn du jammern willst, dann ändere etwas oder schweige. Aber jammern, das ist genau diese 98% von den 60.000 oder von den 12.000 Gedanken, wo es dann nur noch klappert, aber nicht total überhaupt gar nicht kreativ ist. Also wir sind auf dem Weg in eine Kreativgesellschaft. Ja, die Jahre 2025, 26, 27. Lerne bewusst zu sprechen. Du hast die Möglichkeit, bevor du etwas aussprichst, hier vorne auf der Zunge noch zu fühlen, ist es genau das, was du sagen willst? Und sonst schweige. Das hast du ja bei Ziel 1 gelernt, ja, mit offenen Fragen und mit dem vermeintlich Nicht-Wissen einfach zu sein. Man muss nicht überall seinen Senf dazugeben. Man kann auch weise, in Weisheit auch schweigen. Also bewusstes Sprechen, bewusstes Schweigen. Und Ziel Nummer 6, jetzt im zweiten Teil der Challenge zwischen dem 16. April und dem 25. April, Ziel Nummer 6. Der Klassiker, sei in Kontakt mit deiner Seele und selbstverständlich mit deinem geistigen Team. Wir hatten das letzte Challenge auch. 3 Minuten auf der Bettkante jeden Morgen. Beobachte und fühle, wohin deine Seele dich führt. Die Seele kennt den Plan. Und Gedankenstille jeden Morgen ist das Essentielle, um zu üben, zu hören, was deine Seele dir übermittelt. Und dann achte überall auf die Zeichen, gell? Achte auf die Zeichen den Tag durch und erkenne in allem die höhere Ordnung. Und wenn du die höhere Ordnung nach und nach erkennst, weil du das Zeichen siehst und das Zeichen, ach, und das gehört doch mit dem zusammen, jetzt verstehe ich warum, und dann kannst du eben auch warten, dann kannst du auch sein, dann kannst du auch ohne Antworten sein, weil die Antworten kommen. Mit jeder Frage kommt, ist die Antwort auch schon da. Das ist ein Gesetz, das gehört zusammen. Das heißt, diese drei Ziele in der Zeit zwischen dem 16. April und dem 25. April unterscheidet zwischen dem Belanglosen und dem Essentiellen, bewusstes Sprechen und auch Schweigen und Kontakt zu deiner Seele und deinem geistigen Team. Und wenn nach diesen 3 Wochen, mit diesen 6 Punkten, lass es mal reifen. Und da möchte ich noch einen Integrationsmoment geben, wenn Merkur dann immer noch im Zeichen wieder über den Chiron kommt. Am 7. Mai. Und am 8. Mai kommt gleich dieser mächtige Neumond im Stierzeichen. In diesen 2 Tagen, 7. und 8. Mai 2024, fühle die Integration. Für dich wie eine Zusammenfassung, wie ein kleiner Rückblick über diese 3-Wochen-Challenge. Und das ist unser 7. Ziel, nämlich die Umkehr im Denken. Im letzten Video hatte ich darüber gesprochen, jetzt seit dem Beginn des neuen Jahres, des neuen astrologischen Jahres, seit dem Äquinoctium, geht es um die Umkehr des Denkens. Also bleibe bei deiner Wahrheit und lasse sie in Frieden wirken. Bleibe bei deiner Wahrheit und lasse sie in Frieden wirken. Weil wenn die Wahrheit aus der Seele kommt, ja, über das geistige Team, über die Seele hereinkommt und durch dich bewusst ausgesprochen, hat das so viel in der Essenz, so viel hochschwingende Kraft, Power, ein Machtwort zu sprechen, was aus der Seele kommt,
dass du wirklich in Frieden diese Wahrheit wirken lassen kannst, egal was die anderen denken. Das ist der Punkt. Achte auf die Zeichen und lasse Heilung einströmen. Spüre so um den 7. und 8. Mai, wie deine Energien sich anfangen, anders zu konzentrieren. Also konzentriere dich ab jetzt darauf, bewusste Gedanken zu erschaffen. Das ist das Ziel unserer Challenge. Du kannst dich darauf konzentrieren, bewusst neue Gedanken zu erschaffen, weil sonst 98% von 60.000 ist nicht kreativ. Also werde immer zum Kanal, immer mehr selbst zum Kanal. Und das sage ich deswegen ganz bewusst, weil jetzt diese Zeit ein Übergang ist in diese Jahre 2025, 2026, wo wir alle selber immer mehr zum Kanal sind. Das Wort Channeln wird ja ganz viel auch benutzt und wir sind unser eigener Kanal, immer mehr. Gerade mit Pluto in Wassermann kommt das Wort oder das Thema der Gedankenübertragung wird immer intensiver die nächsten 20 Jahre. Ja, weil wir sind auf dem nächsten Weg, der nächste Schritt der Menschheit ist einerseits Gedankenstille und andererseits die Telepathie, die dadurch überhaupt erst möglich wird. Weil wenn du Chaos hast in deinen niederschwingenden Gedanken, wenn du nur noch das nachplapperst, was von den anderen kommt, wenn du 98% Wiederholungen denkst, ja, vom Tag vorher, dann wird das nichts mit der Telepathie, weil das ist die Sprache der neuen Zeit. Pluto in Wassermann. Ja, und ihr wisst, 19. November 2024 kommt Pluto dann definitiv für 20 Jahre ins Wassermann-Zeichen. Da werden wir auf der Ebene der Telepathie immer klarer miteinander kommunizieren. Aber es braucht Ordnung hier oben in den höheren Feldern. Also beobachte, wie du lernst, immer mehr im freien Energiefluss mit deinen Gedanken zu sein. Nicht nur freie Energie im Feld, wie das schon Nikola Tesla ins Feld gebracht hatte. Das sind ja alles Themen, die kommen. Ja, mit den neuen Technologien. Freie Energie ist ein sehr wichtiges und großes Thema, was Einzug halten wird in unser aller Bewusstsein. Und genau das Gleiche bitte auch auf Gedankenebene. Beobachte den freien Fluss, den freien Energiefluss deiner Gedanken. Und das ist dann die Grundlage zur Telepathie. Und das, was wir von den Plejaden kennen oder von denjenigen, die mit den Plejaden in Kontakt stehen oder mit sogenannten Außerirdischen, ist das Thema der Bewusstseinstechnologie. Das ist der nächste Schritt, wo wir hingehen in Richtung Bewusstseinstechnologie. Mit Gedanken die Welt erschaffen. Wir kennen das jetzt schon mit Gedanken, Autos lenken. Das sind ja alles erste Vorboten. Aber mit Gedanken noch viel, viel mehr erschaffen, levitieren, Dinge in Bewegung bringen. Das sind alles schon Felder, das kannte man von früher, ja, mit Gedanken Gegenstände bewegen. Aber jetzt wird es für uns alle immer wichtiger. Das nennt man Bewusstseinstechnologie, der nächste Schritt der Menschheit. Jetzt habe ich ein bisschen lang gesprochen. Wie gesagt, das Thema der Gedanken lernen zu führen ist ein Megathema, weil wir als Menschheit sind geprägt durch unsere Mentalkörper und die Mentalkörper sind die Verbindung, der niedere Mentalkörper ist die Verbindung zur höheren geistigen Triade, die durch Uranus dargestellt wird. Also der Kontakt zum Bereich der Intuition und wir können nur intuitiver werden und damit auch kreativer, wenn wir lernen, unsere niedermentalen Gedanken zu führen, wie besprochen. Also mit offenen Fragen sein, Gedanken beobachten lernen, gedankliche Entschlossenheit zu pflegen, unterscheide zwischen belanglos und essentiellem, lerne bewusst zu sprechen und bewusst auch zu schweigen und sei in Kontakt mit deiner Seele, wo sie dich hinführt, ja, wo die Seele dich hinzieht. Und das ist das Thema jetzt auch der Sonnenfinsternis, der totalen Sonnenfinsternis mit dem Mondknoten im Zeichen Widder. Alle Energien fokussieren sich dorthin. Wo möchte die Seele mit dir hin? Und das kannst du fühlen. Bitte schreibe gerne deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse doch hier ins Kommentarfeld im Laufe dieser 3 und 4 Wochen, die wir jetzt vor uns haben, damit wir miteinander auch lernen und damit wir teilen und heilen miteinander.
Und jetzt, wie gesagt, bleibe dran. Ich habe gleich noch ein Video mit den Outtakes, dass man weiß, was eben auch, wie es sich anfühlt und wie es aussieht, wenn man eben nicht konzentriert ist. Das zum heutigen Tag, jetzt mit Beginn des Aprils 2024, der intensivste Monat des ganzen Jahres. Merkur rückwärts, unsere Gedanken-Challenge vom 2. April über den 16., über den 15. April bis hin zum 25. April mit der Integration am 7. und 8. Mai. Herzlichen Dank, alles Liebe, bleibe leuchtend und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Tschüss. Ja, und wie es so ist, wenn man nicht alle Gedanken konzentriert beisammen hat und ohne Zettel arbeitet. Ich habe noch was vergessen. Ich wollte euch doch mitteilen, dass meine Grafikerin Kathi Regele wieder ein Formular erschaffen hat. Ihr könnt das Formular hier unten im Lauftext unter dem Video herunterladen. Dort sind alle unsere 7 Ziele drauf. Dort sind die Termine drauf, also der Zeitraum. Und dort ist Platz zum Ankreuzen und für eure Gedanken zu notieren. So habt ihr einen schönen Fahrplan durch unsere Gedanken-Challenge. So, und jetzt viel Spaß bei den Outtakes. Tschüss.